Ja. Ich weiß ja jetzt noch nicht, ob die Folgen also heute jetzt rauskommen und ja, trotzdem würde ich mich trotzdem freuen irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Aber definitiv geht das dann alles ja noch eh noch weiter und so ein Shit und alles, ja. Dazu aber dann erst mal später mehr. Jetzt soll ich da Fall machen alles. Zack. Und jetzt gehen wir raus in die Welt. Ein Skelett mit einer Lederrüstung. Ja, es wird Zeit, dass wir mal da draußen dann alles auslöschen, aber erstmal fressen wir ein Steak. Ja, wegen zwei Gründen. Also nochmal wegen der Freundschaft zurück, ne? Also, meine ehrliche Meinung. Solche Freunde, die auf mich eifersüchtig sind, dass ich auf YouTube bin, beziehungsweise dass ich Videos mache und hochlade, die können mich mal am Arsch lecken. Bis auf Mattis. Mattis ist ja also nicht neidisch auf mich. Sein Kanal ist hochwertiger, aber er macht es ja auch nicht selbst. Mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Ja, erstmal Rüstung craften. So. Naja, Goldrüstung, WTF. Ich muss ja hier arbeiten können. Jetzt machen wir ganz weg die Reihe hier. Ja, so sieht's natürlich aus. Werden hier natürlich Stonebricks rein tun. Also ich bin nicht wirklich so der Beste im Brückenbau. Also das weiß ich jetzt. Ja. Über was wir mal reden können, wie ich eigentlich angefangen habe zu zocken, also so richtig wie jetzt die anderen Leute und sowas. Ja, also mein erstes, also eigentlich wo ich als erstes gleich da war, also war PC. Wir sind also mit dem PC aufgewachsen. Also ich und mein Bruder und meine Schwester. Und ja, eigentlich. Und dann, wo wir dann umgezogen sind, habe ich dann halt noch andere Leute kennengelernt. Die hatten dann halt zum Beispiel eine PS2 und ein DS. Und das kannte ich halt dann noch nicht. Und dann durfte ich halt immer FIFA oder sowas zocken. Und ja, das war halt richtig lustig. Oh, verdammte. Das ist ja eigentlich das nicht von, also der Freund jetzt nicht von mir, sondern von meinem Bruder war das eigentlich, und der hat mich halt spielen lassen dürfen. Und ja, natürlich hatte der dann auch noch auf dem PC gehabt, und da durfte ich dann auch meistens immer spielen. Und ja, irgendwie sagt es mir das gerade, dass hier jetzt schon die Zeit irgendwie vorbei ist. Ich weiß auch nicht warum, aber pff, ich mache jetzt einfach weiter, so wie ich denke. Und ja,
Also mit dem Let's Play, ich werde es irgendwie zusammenschneiden und ja. Weil ich jetzt irgendwie keine Lust habe, die Aufnahme zu stoppen. Weil wir gerade so gut reden hier. Und ja, das sieht irgendwie scheiße aus hier. Zack. 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 Und die Wand muss hier oben noch weg. Ja, halt, hier wird jetzt das, also, dann haben wir halt noch, dann sind wir nochmal umgezogen und dann habe ich halt die PS3 kennengelernt von meinen Kumpels. Dann habe ich noch einen PC, dann noch einen Laptop gekriegt und es hat sich dann alles eigentlich irgendwie angereiht und ja. Also erst den Laptop, dann den PC, weil ich habe erst mit dem kleinen PC aufgenommen. Deswegen waren die auch jetzt nicht in HD, die Videos. Und ja. Und dann habe ich halt die meiste Zeit dann noch Black Ops 2 gespielt und etc. Also und so weiter, ja, eben. Und also ich fand es dann richtig lollig, richtig lustig, wie es dann mir so richtig Spaß gemacht hat. Ich habe dann auch gleich im Dezember schon wieder das nächste Spiel gekriegt, Black Ops 2, habe ich dann halt gekriegt. Und habe ich natürlich, weil ich da krank war, habe ich gleich angefangen zu zocken am Abend in der Nacht. Und das hat mir so Spaß gemacht. Black Ops 2 ist irgendwie so ein Fun-Faktor, aber dann habe ich auch noch Battlefield 3 gekriegt, Premium. Und das war irgendwie so eine langsame Spielart von COD. Ich war mir das nicht mal so richtig gewohnt, weil ich bin ja nur so jetzt so ein COD-Spieler gewesen. Und da kannte ich halt die schnellen Akte da noch nicht. Jetzt wie bei der PS3, bei COD. Da ist es ja so schnell. Und jetzt bei BF3, da wurde das dann irgendwie langsamer verarbeitet, dass jetzt, wie soll ich das jetzt ausdrücken, halt, die Grafik war eigentlich ganz okay, nur das Spiel, also BF3 ist langsamer als COD, weil COD ist ja eigentlich so schnell Partiespiel und bei Battlefield 3, da kannst du halt nur manche Maps besonders oft spielen und die sind halt dann auch ein bisschen blöd gemacht. Und ja, dazu will ich aber jetzt auch nichts sagen, damit ich mir jetzt hier irgendwie keine Hater mache oder sowas. Und ja, normalerweise Black Ops 2 Ansicht war geil, erstes Mal gezockt und dann wollte ich es irgendwie immer, ich habe jeden Tag dann gezockt und dann wurde ich halt irgendwie ein bisschen zum Suchti und ja, das hat man dann mir angesehen, weil ich dann nur noch COD gezockt habe und ja, deswegen zocke ich, habe ich dann auch noch einen PC gekriegt und auf dem PC hatte ich so richtig Lust dann gehabt, weil ich habe ja keinerlei Spiele gehabt für PC gehabt und ja, jetzt auf einmal Minecraft draufgeladen, weil ich das auf meinem Laptop auch schon hatte und ja, dann habe ich halt wieder angefangen mit PC zu zocken und das hat mir dann auch wirklich wieder so einen Fun-Faktor gemacht, dass du eigentlich dass man halt irgendwie da drinnen in das Spiel versinkt und das ist bei COD auch so gewesen und deswegen kann ich das eigentlich irgendwie nicht so weiterempfehlen, weil ihr vernachlässigt dann eure Freunde und so weiter, aber das war mir eigentlich dann irgendwie auch scheißegal, weil du hast an niemanden dann mehr gedacht, nur noch an dich, wie du die Leute einen Headshot gibst oder tötest und das war eigentlich irgendwie auch Gammel und ja, das war's auch schon, ich sehe gerade auf den Timer, das war's, wir haben jetzt schon zwei Folgen gemacht wieder, die schneide ich natürlich zusammen und ja, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Let's Play Minecraft. Aber davor bauen wir das nur noch weg. Mein Weg halt, ne? Noch ein bisschen hier gut bauen. Perfekt. Und ja, Leute, wir sehen uns. Ciao.